Salvete discipuli discipulaeque. Heute eine neue Einheit lateinische Grammatik. So funktioniert der ACI. Ist ja schon der zweite Teil. Man könnte euch fast für süchtig halten. Das meiste haben wir ja schon. Naja, das Grundprinzip. Wir wiederholen noch einmal. Lateinische Grammatik. Party ist dagegen gar nichts. Ihr seht hier schon wieder den Hugo. Schön blau. Hugo-Verben braucht man sonst geht gar nichts. Das sind ja sozusagen die DJs der ACI-Szene. Hugo-Verben, Kopfverben, sagen, verstehen, denken, hören, melden. Davon hängen ACIs ab. Davon hängt zunächst mal meistens ein Akkusativobjekt ab. Ich verstehe, wen oder was, das Pferd, ein Akkusativobjekt. Jetzt Intellegum equum venire, ein ACI. Ich verstehe, dass das Pferd kommt. Deutscher Objekt, Nebensatz mit einer Einleitung, das. Und der Akkusativ wird zu einem Subjekt im Das-Satz, also dieses Equum wird zu einem Wer oder Was, das Pferd kommt. Die Unterschiede stellen wir jetzt nicht mehr fest, das kennen wir schon. Wir gehen lieber zu dem ACI und zu den Zeiten. O tempora, o moris, um mit Cicero zu sprechen. Hier sehen wir eine schöne alte Uhr. Und diese Uhr ist natürlich abhängig von dem Lauf der Sterne. Hier sieht man die Sonne, den Tierkreis. Alles nicht so unabhängig, wie man denkt. Und auch der ACI ist nur eine Konstruktion und abhängig von einem übergeordneten Verb. Das haben wir schon gelernt. Die Infinitive geben damit nur eine relative Zeit an. Sie hängen sozusagen fest im Tierkreis oder so. Sie geben ein Zeitverhältnis an. Also, ob etwas zur gleichen Zeit wie das Hugo-Verb passiert, schon vorher passiert ist oder erst in der Zukunft geschehen wird. Außerdem kann das Genus Verbi angezeigt werden, also ob es aktiv oder passiv ist. Immer hängt das Ganze von den Infinitiven ab. Das ist sozusagen die eigentliche Aussage über die Zeitverhältnisse und aktiv und passiv. Der ACI ist sozusagen die übergeordnete Einheit und wenn ich einen Blick auf den Infinitiv werfe, kann ich die Zeitverhältnisse und das Genus Verbi ablesen. Dazu muss man natürlich die Infinitivarten kennen und erkennen können. Gleichzeitig ist der Infinitiv Präsens, das kennt man auch beim Partizip Präsens, auch das ist gleichzeitig. Präsens ist da ein bisschen irreführend, denn meistens wird das gar nicht im Präsens übersetzt, weil die Hugo-Verben eben doch meistens in der Vergangenheit stehen. Das bedeutet eigentlich nur, dass es vom Präsensstamm abgeleitet wird, hier zum Beispiel lauda und dann kommt das r als Kennzeichen ran, laudare. Bei der konsonantischen muss noch so ein Bindevokal eingesetzt werden, mittere. RE ist in jedem Fall das Kennzeichen für den gleichzeitigen, also für den Aktiv-Infinitiv-Präsens. Im Passiv, unbeliebt bei allen, es ist das RI als Kennzeichen, also laudari. Und beim Infinitiv, Präsens, Passiv der Konsonantischen ist es natürlich echt fies. Da kommt nämlich nur so ein I ran, also leicht zu verwechseln mit einem Perfekt in der ersten Person. Nur da wird es ja eben an den Perfektstamm gehängt, eben misi. Mitti, Präsens, Passiv, Infinitiv, misi, erste Person, Perfekt, Aktiv. Jetzt gucken wir uns die vorzeitige Handlung an mit dem Infinitiv Perfekt. Auch da kann man eine Parallele ziehen zum Partizip Perfekt. Auch das Partizip Perfekt ist ja vorzeitig, ist nicht absolut perfekt, sondern nur relativ, ist also schon immer vorher passiert. Der Aktiv-Infinitiv Perfekt, Perfektstamm plus isse, laudav, isse oder hier eben tatsächlich der Perfektstamm von mittlere mis, isse ran. Im Passiv wird es natürlich mit dem Partizip Perfekt passiv gebildet und dann kommt das S. Es muss meistens im Akkusativ stehen, weil es ja im ACI ist, muss ich ja auf das A vom ACI beziehen. Laudatum, hier wäre das also ein Singular Maskulinum oder Neutrum Subjekt im ACI. Laudatum esse. Hier wäre es Plural, sieht man hier nicht, missos esse.
gibt es natürlich auch die Nachzeitigkeit, bei Cäsar relativ häufig, sonst in Schulbüchern ziemlich weit hinten. Zukünftig zur Hugo-Handlung, der Infinitivfutur mit diesem schicken Partizipfutur aktiv auf urusaum, urum esse, weil es ja im ACI wieder Akkusativ haben muss. Laudaturum esse ist der Futur aktiv Infinitiv von laudare. Und dann gibt es dieses schöne Futurum esse, Futur Infinitiv von esse, dass etwas zukünftig sein wird. Passiv verkneifen wir uns mal, ist einfach zu selten, lohnt jetzt. Die Gliederung ist natürlich immer gleich, egal welchen Infinitiv ich hier habe. Es ist also einmal der gleichzeitige Infinitiv mit venire, dann vorzeitiger Infinitiv, venisse und Infinitiv der Nachzeitigkeit, futur, venturus. Es sind alles drei aktive ACIs und sie hängen alle drei ab von Caesar als Subjekt im Hauptsatz, animadvertet, Hugo-Verb, Caesar bemerkte. Versuch mal, die drei Sätze zu übersetzen so für dich und achte darauf, dass du jetzt die Unterschiede setzt in gleichzeitig, vorzeitig und Nachzeitigkeit. Satz 1. Caesar bemerkte, dass die Gallier kamen. Nicht kommen, obwohl dann Infinitiv Präsens steht. Es muss einfach nur gleichzeitig sein, also zur gleichen Zeit wie bemerkte. Caesar bemerkte das. Hups, die Gallier kam. Ach so. Der zweite. Caesar bemerkte, dass die Gallier gekommen waren, vorzeitig, da sind sie also schon vorher gekommen. Da merkt man schon, ja, wenn da jetzt Caesar glaubte gestanden hätte, also wenn da ein putavit oder putavit im Hauptsatz gestanden hätte, da hätte man jetzt schon ein bisschen kreativer sein müssen. Caesar glaubte, dass die Gallier gekommen seien. Da würde man im Deutschen schon sogar ein Konjunktiv setzen, um die Vorzeitigkeit auszudrücken. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen in der Übersetzung, was hier am besten ist. Man muss immer kontrollieren, zeige ich an, dass etwas schon passiert ist. Und der dritte, die Nachzeitigkeit. Caesar bemerkte, dass die Gallier kommen würden. Das ist erst, tun sie noch nicht, aber er bemerkt das schon. Vielleicht träumt er davon oder so. Auch da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wenn es so um Befehlen geht. Da könnte man sogar an sollen einsetzen. Da muss man eben in der Übersetzung ein bisschen aufpassen. Das ist der Nachteil bei Konstruktionen. Sie eröffnen einen gewissen Übersetzungsspielraum. Tja, da hilft nur noch Ruhe und Entspannung und vielleicht noch einmal ansehen. Man will ja nicht ewig auf solchen Bildern rumkauen, aber ein bisschen Ruhe tut vielleicht gut, bevor man sich anguckt, ob der Fluss plätschert, schon vorher plätscherte oder überhaupt erst plätschern wird. Ich hoffe, es ist alles klar und ich sage Valete.